relativ neu in der Runde ist ja tatsächlich Keltegang. Jetzt erzählen Sie mal so ein bisschen von sich. Genau. Wir hatten ja den ersten Kontakt, wenn ich mich erinnere, das war sogar im Frühling, ja, da war die Osterzeit. Ja. Und wir als Sparkasse geben immer einen Ostereier aus und dann hatten wir über Facebook sogar über Keltegang gelesen, weil das war das, oder mir war es persönlich gar nicht so bewusst, dass es sie gibt. Sie gibt, sie sind auch übrigens jetzt hier. Und dann haben wir gedacht, also für die Taten und die Arbeit, die sie dann Tag für Tag auf der Straße erledigen, und das ist nicht nur in Leverkusen, sondern sie sind auch in Köln und in Monheim sehr aktiv, wie ich das gelesen habe. Dass sie sich aber aushelfen und austauschen, genau. Und Ware austauschen. Genau. Und dann haben wir gedacht, komm, dann geben wir eine Menge an Ostereiern, geben wir fürs Keltegang ab oder für den Keltegang, welchen Themenverein. Und seitdem haben wir den Kontakt und dann auch in den Kreisen darüber diskutiert, wie wir ihnen helfen können. Und jetzt schlage ich vor, dass sie so ein paar Dinge von sich erzählen, was sie genau alles so machen. Ja, also wir sind... Sagen Sie erstmal bitte Ihren Namen und von Herrn Peschke hätte ich gerne den Vornamen. Gernot. Gernot. Peschke mit AI. Ja, das ist ja, wo ich studiert habe. Ja. Mein Name ist Dennis Palabiki, ich buchstabiere den Namen. Alles gut. D-E-N-I-Z. Der Vorname und der Nachname Paula Anton, Ludwig Anton, Bertha Ida, Y Ida, Konrad Ludwig Ida. So ganz einfach. Ja. Mach's immer. Ja, ich leite das Projekt des Keltegang Leverkusen. Wir sind die ehrenamtliche Obdachlosenhilfe hier in Leverkusen. Gegründet haben wir uns ganz spontan Ende 2018. Eigentlich war es erstmal geplant, nur so vorübergehend, die Obdachlosen ein bisschen mit warmer Kleidung und warmer Speise zu versorgen. Und das Ganze hat sich dann schneller und rasanter entwickelt, als wir es angenommen haben oder erwartet haben. Und mittlerweile kümmern wir uns aber auch hauptsächlich um jene, die nicht im Leistungsbezug sind. Verteilen dort Essen, bauen auf dem Marktplatz in Leverkusen zum Beispiel auf. Hygieneartikel, haben jetzt eine Kooperation mit dem Verein Little Home. Ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt. Das sind kleine Wohnboxen auf 3,2 Quadratmeter. Die stehen zum Beispiel unter der Stelzenbrücke. Und dort sind Personen ansässig, die halt nicht mehr im Leistungsbezug etc. sind, das auch nicht wünschen aus verschiedenen Gründen. Ja, was gibt es noch zu uns jetzt zu erzählen? Ich weiß nicht. Ja, vielleicht. Sagt ein paar Worte. Kurz den Namen. Genau. Mein Name ist Alexander Jähn, bin auch tätig im Make-It-Tab mit V. Mit A, richtig? Ja, jüngeres also. Ärger. bin auch tätig im Make-It-Tab e.V., bin dort im geschäftsführenden Vorstand, Schatzmeister. Und wir haben damals begleitend, also die Dennis, meine Stieftochter, haben begleitend dieses Projekt Keltegang gesehen und haben dann gesagt, okay, das Ganze muss man in eine Form packen, damit es, sage ich jetzt mal, einerseits für die Spender, aber auch für diejenigen, die dann ehrenamtlich tätig sind, kann es ja auch immer ganz schnell einen Bumerang geben. Und da wir gesagt haben, wir wollen eigentlich nicht nur dieses eine Projekt machen, haben wir eben auch diesen Naked Happen e.V. gegründet, wo die einzelnen Projekte dann angesiedelt werden können. Wir haben jetzt zum Beispiel in der Planung noch Besondersfahrt. Da versuchen wir Fahrräder zu bekommen, wo Rollstühle vorne mit transportiert werden können, damit wir zum Beispiel auch Familienausflüge ermöglichen können, dass die mal einen Kaffee trinken fahren können und so weiter. Das Projekt Kältebus ist immer noch ein Thema, wo wir sagen, wir wollen auch, dass vielleicht den ein oder anderen in der Nacht noch gesichert werden können oder eben entsprechende Hygienemaßnahmen auch unterwegs durchführen können. Das würde auch unser Einzugsgebiet dann erweitern. Was haben wir denn da noch in der Planung? Dann ist Bildung im Schuhkarton, angelehnt an Weihnachten im Schuhkarton, für sozial schwache Familien, hauptsächlich jetzt erstmal in Leverkusen, weil wir haben über 6000 Kinder in Leverkusen, die auch von der Armut betroffen sind und wahrscheinlich nicht so einen schönen Schulstart wie andere haben werden.
Und dieses Jahr haben wir es leider nicht hinbekommen, deshalb versuchen wir es fürs nächste Jahr zu planen, dass wir halt auch auf dem Marktplatz verteilen an bedürftige Familien, Schulrucksäcke und so weiter. Halt, das ist ein Projekt, was wir dann fürs nächste Jahr angestellt haben. Was treibt es hier, das so was zu machen? Nächstenliebe. Nächstenliebe. Ja. Das war jetzt so, das treibt einen Menschen an, sich so sozial zu engagieren. Das ist ja wahrscheinlich jetzt schon fast ein Vollzeitjob, den sie da machen. Ja, das ist die Hauptsache. Ja. Also bei uns läuft das alles ehrenamtlich. Ja. Keiner von uns ist irgendwie angestellt im Verein oder ähnliches. Aber wenn man vielleicht selber im Bekannten- und Verwandtenkreis ein paar Sachen erlebt hat, die ein bisschen emotional doch schon dazu beigetragen haben, fällt einem das auch leichter und man ist vielleicht auch ein bisschen bissiger. Ja. Alle Ehren, ja. Vielleicht. Vielleicht noch ein Hinweis, Herr Jehn, wir hatten ja mal sehr lange miteinander telefoniert, als es darum ging, dass die Bürgerstiftung Sie gerne unterstützen möchte und weil wir uns ja noch nicht so kannten oder Ihr Verein noch nicht so bekannt war, hatte ich dann mal gefragt, ja, wie finanzieren Sie sich denn heute? So, und vielleicht, dass Sie da mal zwei, drei Worte zu sagen, wie Sie sich heute finanzieren mit Spendengeldern, wie Sie an das Geld rankommen, weil ich denke, das ist auch mal sehr interessant für uns alle zu hören. Also dazu ist Folgendes zu sagen, an die Spendengelder haben wir zunächst gar nicht gedacht. Wir haben das aus Eigenmitteln finanziert, die ersten Sachen, und haben den Bedürftigen eben die Produkte, die sie benötigen, gekauft und verteilt. Die Spenden haben dann im Grunde genommen Eigenleben entwickelt im Zusammenhang mit Facebook. Wir haben nie aktiv nach Spenden gesucht und wir finanzieren uns aber ausschließlich aus Spenden. Anders geht es nicht. Irgendwann ist privat auch immer Schluss, da kannst du nicht mehr als den letzten Euro kannst du dann dafür geben, aber die Hauptsache, es kommt von Herzen. Inwiefern hat sich denn jetzt die Situation durch Corona verändert? Oder erste Frage, Kälte, dann hat wie viel ehrenamtliche Mitarbeiter im Moment? Zwischen 10 und 12. 10 bis 12. Und wie hat sich Ihre Arbeit jetzt verändert durch Corona? Was hat sich da verschoben? Also momentan ist wieder einigermaßen normal, in Anführungszeichen. Das liegt aber auch daran, dass das Wetter sich natürlich zum Positiven geändert hat. Wie war es vorher? Vorher haben wir ausschließlich auf dem Marktplatz verteilt, und als es dann hieß, ja, man darf nicht mehr aufbauen etc., sind wir mit den fertigen Speisen und Care-Paketen halt dort an die Plätze gefahren, wo sich die Obdachlosen und auch Polytoxen, also Drogenabhängigen, aufgehalten haben oder teilweise auch noch aufhalten, und haben das Essen halt aus dem Wagen raus verteilt. Auf welchem Marktplatz hier? Wiesdorf oder in Obladen? Wiesdorf, Obladen, Schneebusch, Küppersteg, wo waren wir noch? Steinbüschel und Rheindorf. Das waren die Autorunden in Anführungsstrichen. Genau. Wenn Sie kochen, also wenn Sie gekocht haben, verteilen Sie es eigentlich hier zentral in Wiesdorf, oder? Wenn wir aufbauen, ja. Genau, wenn Sie aufbauen. Das haben wir jetzt letzte Woche am 1. gelangt, zum ersten Mal endlich. Konnten wir das wieder machen? Ja. Vorher war es untersagt, oder was? Ja. Es war zwischenzeitlich untersagt. Ja, durch die ganzen Bestimmungen halt. Man musste, Corona. Genau, da ging es nicht. Wir haben vorher auch am Marktplatz verteilt, aber durch die Corona-Regelung ging es halt nicht, weil man konnte die Abstände nicht wahren. Und wenn dann so viele, es sind ja nicht nur Obdachlose, die zu uns kommen, es sind auch Leute dabei, die finanziell nicht so gut gestellt sind, und manche sind auch kognitiv nicht mehr so ganz bei der Sache. Also geistig behinderte Leute kommen teilweise auch zu uns. Und da konnte man es halt schlecht regeln, dass sich jeder an den Abstand hält. Und wenn man irgendwas aufgebaut sieht, kommen natürlich mehr Leute, ne? Mehr Massen, alle auf einmal. Und so konnten wir das regeln, dass die Wiesdorfer hinten in der Nähe des Bunkers zu uns kamen, in Obladen in der Nähe des Bahnhofs, in Steinbüschel zentral. Und das waren dann immer kleinere Grüppchen, anstatt wenn irgendwo halt bei die Masse kam. Und dann haben wir im Prinzip das Essen auch zu Hause zubereitet.
und als Portion dann abgepackt und haben dann die kompletten Portionen verteilt, sodass die Bedürftigen das eben entsprechend mitnehmen konnten. Und Sie sind hingefahren, nicht aufhalten, ne? Das war der Unterschied. Sie machen eine Obdachlosenküche, so nennt man das, ne? Und also die machen warmes Essen. Also bei uns gibt es Essen, Hygieneartikel, Kleidung, dann eigentlich alles, was man so braucht, ein bisschen genau Schlafsäcke, Zelte. Das Fundmaterial hatten wir jetzt ja gesagt, das denkt wir haben, ne? Mhm. Also im Prinzip alles, was du zum Leben so brauchst. Und was wir während der Zeit in Corona gemacht haben, was wir sonst nicht machen, sondern das direkt am Tisch verteilen, weil wir haben Care-Pakete gepackt, dass man so zwischen 3 bis 4 Tagen überbrücken konnte, bis wir zum nächsten Mal wieder rausgefahren sind. Ansonsten haben wir das immer am Tisch stehen bei uns und dann kann sich jeder was raussuchen, aber da auch wieder die hygienische Umstände, wenn jeder was anpackt, mhm. Die Leute auf der Straße können ja natürlich nicht so die Hygiene. Wie viele Leute können Sie mit einem, so ich sag mal, in der normalen Verteilung unterstützen? Wir hatten, also wenn wir jetzt alle Bezirke zusammenzählen, zwischen 60 und 70. Ja. Es gibt auch kleine Leute, die sich halt nicht irgendwo anmelden wollen. Zum Beispiel in Schlebusch haben wir einige, die einfach nur gerne in Wald dort bleiben möchten. Die möchten gar nicht weiter rauskommen. Aber dadurch, dass wir dann halt rausfahren und ein bisschen quatschen und mittlerweile auch zum Beispiel die Jessie, die läuft dann auch dahin und erzählt, weil selbst mal ohne festen Wohnung gibt. Und dann werden die Leute halt ein bisschen wärmer und da kommt man einfacher an die Rand. Wenn man jemanden hat, der dann auch so mit denen quatschen kann, der Erfahrungen hat, dass man dann sagt, komm Jessie, geh mal dahin und trauen Sie nicht, dann macht sie das. Ist für mich ja so als normaler Bürger fast verständliches Männchen hier in Leverkusen. Sondern Industriesprechen, die in den Ballungs sind, im Wald wohnen. Das kann man gar nicht nachvollziehen. Aber ist für mich das also undenkbar für sich, aber es, ich sage, es gibt es. Das gibt es ja teilweise selbst gewählt auch. Ne? Ja. Das war ja auch mit einer der Kernpunkte damals. Köln hat zum Beispiel zugegebenermaßen ihre Statistik veröffentlicht, wie viel Obdachlose sie haben. Leverkusen hat es immer geleugnet. Angeblich hätte es hier keine gegeben. Die Not war doch da, aber keine Holzsee. Aber erzählen Sie mal, warum. In der Statistik war das so: Leverkusen, es hieß, Leverkusen hat keine, können Sie gerne im Internet nachschauen, es hieß, Leverkusen hat keine Obdachlosen. Ja, gut. Dieses Jahr dann auch die Zahlen dann geben. Ja. Es gibt ja verschiedene. Genau. Auch Bundesagenturen, Arbeitsgemeinschaften und so, und da werden immer die Zahlen abgefragt. Ja, aber es war, vor 2 Jahren war das? Das war vor zwei Jahren. Aber wie gesagt, das war auch nicht, das war auch nicht der Kern. Für uns war einfach wesentlich, hier gab es eine Lücke, weil die Leute waren effektiv da, du konntest sie auf der Straße treffen und keiner hat sich um die gekümmert und da haben wir dann gesagt, okay, diese Lücke werden wir erfüllen. Erzählen Sie doch nochmal, warum die Leute zum Beispiel nicht in die Notschlafstellen gehen, da kommen wir ja gleich nochmal dazu, oder warum die überhaupt, dieses, Sie haben eben gesagt, teilweise ein selbstgewähltes Schicksal, warum die auf der Straße bleiben. Was erzählen die, warum wir die? Wir haben in Leverkusen definitiv Angebote über die Caritas und so weiter, ja, die wahrgenommen werden können, aber es gibt Leute, die sich dafür entscheiden, das nicht zu tun. Und für diese Leute haben wir gesagt, möchten wir gerne auch da sein. Es gibt zum Beispiel Leute, die können das zum einen nicht, weil sie das kognitiv nicht mehr hinbekommen. Die haben auch keinen Betreuer oder sonstiges, der jetzt sagen könnte, wir wenden uns jetzt zum Beispiel an die Schulstraße, machen das und dann kannst du einen Schlafplatz bekommen und so weiter. Dann gibt's, wir haben zum Beispiel einen Fall, der auch psychisch erkrankt ist, der wurde ab seinem 18. Lebensjahr, bis zu seinem 18. Lebensjahr wurde er von der Mutter eingesperrt daheim und hat sich seit seinem 18. Lebensjahr zum Beispiel geschworen, er wird nie wieder in einem geschlossenen Raum schlafen. Das muss man alles akzeptieren. Dann haben wir Fälle, da weiß man nicht, wo er hergekommen ist, zum Beispiel der Herr am Bahnhof, er möchte auch absolut nirgendwo sich anmelden und sich nicht um irgendwas kümmern. Und es gibt auch Fälle, die offenbaren nicht, warum sie es tun möchten. Ne? Und das nimmt man dann auch hin. Wer zu uns kommt und sagt, ich möchte irgendwie Hilfe haben,
der kann sie bekommen, auch indem wir sie begleiten zum Beispiel. Aber wir kümmern uns hauptsächlich um jene, die es einfach nicht schaffen oder nicht möchten, irgendwelche anderen Hilfsangebote wahrzunehmen. Aber natürlich auch um diejenigen, die jetzt zum Beispiel am Zeltlager oder sonst was sind, die ganz normal bei Ihnen in Bezug sind oder in der Grundschlafstelle. Aber unser Fokus liegt tatsächlich auch auf den Menschen, die das nicht können oder nicht wollen, warum auch immer. Bei manchen hinterfragen wir warum, aber bei den meisten warten wir erst, wenn sie sich selber ein bisschen öffnen. Manche Geschichten kann man auch nicht ganz so glauben. Da sind halt viele psychisch kranke Menschen dabei. Aber uns geht es hauptsächlich darum, nicht warum er das macht, sondern dass auch er vielleicht darauf hat, relativ warm zu schlafen oder versorgt zu werden. Ja, dann vielen Dank für die ausführlichen Informationen von Kältegang. Ich glaube, das war für alle auch vieles an neuen Dingen, gerade was Kältegang und Medical Happen anbelangt. Das war für uns ja auch ganz neu, hatte ich ja eben berichtet.